Guten Abend. Vielleicht erinnern Sie sich noch an meine Rede zum Thema Handel und Haltung von exotischen Tieren, die vor einiger Zeit im Bundestag war. Dieses Thema und die dazugehörigen Anträge waren jetzt im Ausschuss und werden jetzt morgen beschlossen, allerdings ohne Beratung. Die meisten werden also gar nicht mitkriegen, dass diese Anträge wieder im Plenum sind und der Antrag der Großen Koalition wird natürlich auch durchgehen, denn die hat bekanntermaßen die Mehrheit im Bundestag. Und weil eine Diskussion also nicht stattfinden wird, werde ich hier nochmal ein paar Argumente zu diesem Thema vorbringen. Zunächst mal möchte ich noch erklären, wie man Exotenhalter allgemein betrachten sollte. Denn ein Problem bei diesem Thema ist, dass ideologisierte Narrative vorhalten, die so aus Richtung PETA und Pro Wildlife kommen. Und wenn man sich mit diesen Organisationen näher beschäftigt, dann sieht man, dass hier eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Exotenhaltung weniger stattfindet, sondern dass vielmehr eine Voreingenommenheit herrscht und dass hier nicht sauber das Ganze bewertet wird. Diese Narrative haben aber leider starken Einfluss auf die Diskussion. Der Exotenhalter wird dargestellt als ein Unmensch, der sich aus den Lebensräumen in der Natur irgendwelche Tiere zu seinem privaten Vergnügen fangen lässt. Und die Lage ist eben genau anders. Der Exotenhalter ist eben in aller Regel gerade nicht der, der die Tierbestände bedroht. Und das geht auch aus der ExoPet-Studie hervor, auf die sich ja die Diskussion im Bundestag in weiten Teilen bezogen hat. Sondern der Exotenhalter ist eher der, der Tierbestände erhält. Da gibt es viele Beispiele für. Und ich habe auch einige im Bundestag schon genannt. Ich habe den Kronengecko genannt, den Hochlandkerpfling. Ich könnte einige weitere Arten nennen, die Madagaskar-Boar, deren Lebensräume schwinden, der Axolotl und auch Artverwandte und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, es gibt viele verschiedene Arten, Vogelspinnen und so weiter. Das sind häufig auch Tierarten, die keine Lobby haben. Wenn Orang-Utans bedroht sind oder Tiger, dann gibt es einen großen Aufschrei. Aber wenn ein kleines braunes Reptil, das wenige Zentimeter vielleicht nur lang ist, das Sie gar nicht kennen, wenn das ausstirbt, ja, wen stört denn das? Es stört ein paar Liebhaber, die ihre private Zeit und ihr privates Geld investieren, um solche Arten zu erhalten. Das ist ein Potenzial, das in unserer Gesellschaft schlummert und das wir nutzen müssen. Und das ist ein Beitrag zum Arterhalt, den Zoos so in dieser Art und Weise nicht leisten können. Oder denken wir an den Chytridpilz, der Froschbestände bedroht. Da haben private Halter große Mühen auf sich genommen, um die Bestände zu erhalten, um Zuchtstämme zu produzieren, quasi für eine spätere Auswilderung auch. Natürlich wäre es schön, wenn die Naturzerstörung nicht so rasant fortschreiten würde und wenn die Tiere in ihrer freien Wildbahn so überleben könnten, gar keine Frage. Und es darf natürlich auch wirklich nicht passieren, das kann in Einzelfällen natürlich sein, dass für den Handel zu viele Tiere gesammelt werden, da muss man dann regulieren, keine Frage. Aber der Standardfall ist eher der, dass die Lebensräume in der Natur verschwinden. Und wenn Sie die Debatte gesehen haben, die Grünen haben das auch zitiert, das sind schlimme Zahlen, die da genannt wurden. Und dass eben diese Tiere einfach verschwinden. Und Sie müssen sich auch vorstellen, in vielen Ländern, wenn es da ein lukratives Bauprojekt gibt, das eine Region voranbringt, dann fragt man nicht unbedingt, ob irgendein seltenes Insekt oder dergleichen da lebt oder irgendein Frosch oder so. Das können Sie sich vorstellen, dass diese Tiere haben vielfach keine Lobby und es gibt private Halter, die sich dafür einsetzen und die vermehren und viele Arten wären vom Erdboden verschwunden, wenn es diese Privathalter nicht gibt. So muss man Exotenhalter erstmal betrachten und ja, die Tierhaltung muss artgerecht sein, illegaler Handel mit exotischen Tieren ist zu unterbinden, keine Frage, aber wir müssen erstmal den richtigen Blickwinkel haben und das ist eben der, dass diese Exotenhalter eine Chance sind für die Artenvielfalt und nicht das Gegenteil. Ich möchte jetzt nochmal auf die Debatte eingehen, die wir geführt haben dazu und auch auf ein paar Punkte in den Anträgen und gehe hier zuerst mal auf den GroKo-Antrag ein, das ist ja der auch durchkommen wird. Da waren ein paar Sachen drin, die waren relativ unlogisch.
historisch, wie zum Beispiel die Forderung, dass Zoofachhändler von Börsen ausgeschlossen werden sollen. Gerade Zoofachhändler, die den Paragraph 11 haben, die bewiesen haben, dass sie die Fertigkeiten besitzen, um mit Tieren auch zu handeln. Gerade diese Personengruppe soll ausgeschlossen werden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und genauso wenig Sinn macht es, den Handel mit Wildfängen zu verbieten, online oder auf Börsen, und ihn aber nur für Zoofachhändler zu erlauben. Das sind willkürliche Regelungen, die nicht nachvollziehbar sind. Hier kommt es auf die fachliche Eignung der Verkäufer an, darauf, dass die Tiere artgerecht gehältert werden beim Händler, und nicht darauf, ob das Tier denn online verkauft wird oder im Zoofachhandel. Der Transport muss artgerecht sein und so weiter. Das sind hier eher die wichtigen Punkte. Ich gehe dann auch nochmal auf zwei Punkte ein, die in der Debatte genannt wurden vom CDU-Redner. Zum einen hat er ja gesagt, dass die große Reptilienbörse, die in Hamm immer stattfindet, dass da denn, sobald die Kontrolleure weg wären, die illegalen Tiere auf den Tisch kommen. Das ist eine steile Behauptung, ja, hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Es gibt natürlich regelmäßig Polizeikontrollen auch in und um diese Börse, und es sind niemals irgendwelche signifikanten Verstöße festgestellt worden. Also müsste der Kollege von der CDU schon mal erzählen, woher er das hat. Ansonsten ist er einfach ein Märchenerzähler, und ich glaube, das ist eher das, was hier vorliegt. Oder das Beispiel, das er genannt hat, ja, da ging es um den Borneo-Taubwaran. Übrigens kann ich Sie einladen dazu, das mal zu googeln. Ein herrliches Tier, sieht aus wie so ein kleiner Drachen. Und da hat er eben gesagt, dass der gehandelt wurde und dass man über das Tier nichts weiß und so weiter. Und wenn man jetzt sich darüber mal informiert und Google mal bemüht, da braucht man gar nicht lang schauen, dann sieht man, dass der sehr erfolgreich nachgezüchtet wird inzwischen schon, und dass leider in seiner Heimat die Waldrodung weiter stattfindet und dass sein Lebensraum schwindet. Also das, was der Kollege hier genannt hat, gerade dieses Beispiel, was er genannt hat, um zu zeigen, dass Exotenhandel schädlich ist, ist in Wirklichkeit, wenn man sich mit der Sache beschäftigt hätte, ein Beispiel für das Gegenteil und zeigt nämlich, dass Arten, deren Lebensräume schwinden, in Gefangenschaft nachgezüchtet werden können. Und sowas, das ist denn eine potenzielle Grundlage dafür, Tiere auch mal wieder auszusetzen, wenn denn die Waldrodung endlich gestoppt werden kann und deren Lebensräume auch geschützt sind. Von daher eine sehr gute Sache. Wir fordern in einem Antrag, den wir noch stellen werden zu dem Thema, dass es ein zentrales Register gibt für Exotenhalter, wo sie die Tiere eintragen, die sie haben, und die Nachzuchten bundesweit ein Register, dann weiß man, was man als Nachzuchten hat, wo die Tiere sind, und er hat da ein einheitliches Bild. Und wir möchten die Pflicht, Merkblätter zu erstellen, wenn man ein exotisches Tier verkauft, die möchten wir ausweiten auf den privaten Bereich, sodass also auch, wenn man von einem privaten Züchter ein Tier kauft, man genau weiß, was sind die Ansprüche des Tieres. Ich fasse das nochmal zusammen. Also Exotenhalter sind eine Chance für den Arterhalt. Wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man zu keinem anderen Schluss kommen. Das ist die Realität. Viele sehr erfolgreich nachgezogene Tiere sind in der Natur fast verschwunden. So sieht es nun mal einfach aus. Sinnvolle Regelungen müssen sein, das ist im Interesse der Tiere, da haben auch die Händler gar nichts dagegen, die Fachverbände nicht, die Halter nicht, da können wir gerne alle an einem Strang ziehen, aber bitte keine Vorurteile und kein Schwachsinn. Man muss als Politiker sich mit diesem Thema, das doch eher ein Randthema ist, sich nicht auskennen, keine Frage. Aber wenn man Anträge einbringt in den Bundestag, die dann durchgehen und die alle Deutschen am Ende betreffen, hat man doch die Pflicht, sich wenigstens zu informieren. Das hätte auch die CDU machen können, die ja leider schlecht weggekommen ist bei dem Thema. Wir werden die Anträge, die morgen im Bundestag abgestimmt werden zu dem Thema, alle ablehnen.